zusammen. Ich freue mich sehr, dass ihr jetzt alle dabei seid. Wir haben das Motto, wir bleiben zu Hause fit. Und damit das auch gelingt, habe ich für euch heute ein Core-Workout mitgebracht, also ein Workout für die Körpermitte. Ich habe Musik dabei, die uns 45 Sekunden Workout vorgibt und dann kommt 15 Sekunden Pause. In diesen 15 Sekunden erkläre ich euch die nächste Übung und mache die auch so ein bisschen vor. Ich mache dieses Training am liebsten barfuß, ohne Schuhe. Das bleibt aber euch überlassen. Ihr könnt auch gerne Schuhe anhaben. Wenn ihr eine Matte habt, dann nehmt doch bitte diese Matte. Ich erkläre mich heute mal mit allen solidarisch, die keine Matte haben und mache das Ganze ohne Matte gleich. Ein Handtuch wäre auch noch toll, wenn ihr das hättet und euch dann bereitlegt. Und dann wünsche ich euch jetzt eine ganze Menge Spaß und wir starten. Achso, wir starten mit einem kleinen Warm-up, dann kommt der Hauptteil und am Ende gibt es auch nochmal ein Stretching. Marschier auf rechts. Ganz locker. Und atme ein. Und letztes Mal. Side to side. Jawohl. Nimm die Schulter dazu. Bisschen größer. Unterarm. Und den langen Arm dazu. Jawohl. Streck dich lang. Mach dich groß. Pass auf, bleib hier, Rotation. Lange Arm, schief. Jawohl. Aus. Sehr gut. Pendel dich in der Mitte ein. Bleib hier und komm über die Seite. Langer Arm am Oberschenkel vorbei. Wechsel die Seite. Nur noch 4. 3 noch. 2. Letzte Mal. Step Touch. Jawohl. Nimm deine Arme mit. Ganz locker. Dein Knie dazu. Schön über außen. Außen hochziehen. Jawohl. Double. Zweimal. Schief und hoch. Schief und hoch. Langer Rücken. Popo weit nach hinten schieben. Jawohl. Sehr gut. Mach weiter. Schau mal. Rücken bleibt lang.
Versuch mal, das Gewicht auf die Ferse zu bringen. Sehr gut. Der letzte, bleib hier. Mach deinen Rücken rund und gerade. Rund und streck. Und roll dich auf. Sehr gut. Weiter geht's. Ein bisschen warm sind wir jetzt. Ein bisschen vorbereitet sind wir jetzt. Ich erkläre einmal kurz die erste Übung. Bein nach außen, Arm nach oben, rechtes Bein, im Knie leicht gebeugt und du arbeitest hier mit deiner Seite, mit deinem Rumpf. Stell dir vor, deine Hüfte und dein Schultergelenk hätten keine Bewegung. Alles kommt hier aus dem Rumpf. Auf geht's. Position, rechtes Bein, rechter Arm, 45 Sekunden, auf geht's. Du kannst auch dein Tempo wählen, wenn dir das eben zu schnell ist. Hier, Arbeit aus dem Rumpf, zieh. Schon denken. Alles auf der anderen Seite. Linkes Bein. Linker Arm. Nur der Rumpf. Auf geht's. Seite, aus dem Rumpf.
gehen eine Etage tiefer. Vierfüßlerstand. Zehen aufsetzen. Knie anheben. Hier. Okay, pass auf. Los geht's. Halten. Nur halten. Zieh den Bauch nach innen. Zieh den Bauch rein. Jawohl. Komm. Atme. Und shake mir mal ein Lächeln. Ja. Geht doch. Super. Gleich vorbei. Die letzten. Komm, komm. Bisschen noch durchhalten. Drei. Zwei. Locker. Sehr gut. Wir bleiben hier. Rechtes Bein zurück. Linker Arm. Und ihr zieht zusammen und streckt richtig schön. Pass auf. Los geht's. Und ein bisschen runden den Rücken, wenn ihr in der Mitte zusammenkommt. Vor, Seitenwechsel, linkes Bein, rechter Arm, auf geht's. Pause. Wir modifizieren die erste Übung. Wieder Knie anheben, Rücken runden und strecken mit angehobenen Knien. Die Knie bleiben hier. Auf geht's. Runden und strecken. Jawohl. Immer schön atmen. Und löse. Schieb dich einmal zurück. Komm wieder vor. Nochmal rechtes Bein. Arm, auf geht's. I've been walking blind in the dark, never see the sun.
Unterarm. Handtuch, setz dich auf deinen Po, leicht zurücklehnen, lange Arme, schulterbreit greifen und komm in die Rotation. Auf geht's. Versuche bis zum Boden zu titschen hier. Ja. Sehr gut. Lass die Arme lang. Oh ja. Merkt ihr was? Ich ja. Auf die Seite, oberes Bein lang, unten anwinkeln, Handtuch weiterhin festhalten und arbeite hier. Auf geht's! Zieh über die Seite, pass auf, dass du nicht ausdrehst, nur über die Seite. Ja. Lange Arme. Lang unten beugen. Handtuch hier. Auf geht's. Aus dem Rumpf zieh dich hier zusammen. Schön über die Seite. Letzten noch. Sehr gut. Den letzten Block, den wiederholen wir einfach nochmal genauso, wie wir ihn schon einmal jetzt durchgeführt haben. Handtuch schulterbreit auf Schulterhöhe. Lehn dich zurück. Spannung hier. Und rotiere. Wenn es geht, bis zum Boden. Lange Arme. Sehr schön. Die letzten noch. Und auf die Seite. Unteres Bein beugen, oberes lang. Arme lang, Körper in einer Linie. Auf geht's. Go, go, go.
kommen wir. Drei noch. Zwei. Und Seitenwechsel. Allerletzte Mal hier. Langes Bein oben. Lange Arme. Auf geht's. Das schaffen wir jetzt noch. Komm! Jawohl! Letzte Übung. Vier noch. Drei. Zwei. Und löse. Bleib einfach hier. Leg dich auf den Rücken. Streck dich aus, ich muss eben die Musik wechseln. Mach dich lang. Über den Kopf, Beine, einfach Füße, einfach locker nach außen fallen lassen. Wenn du magst, schließ die Augen und atme tief in deinem Bauch. Ein letztes Mal. Mach dich klein. Max, schaukel ein bisschen über deine Wirbelsäule. Stell die Beine auf, leg die Arme neben deinen Körper und lass die Knie geschlossen zu einer Seite fallen. Der Kopf geht zur anderen Seite. Mach dich lang und dreh dich einmal auf deinen Bauch. Stell die Hände neben deine Brust und drück dich einmal nach oben. Schieb dich weiter zurück, bleib hier, Popo auf die Ferse, lange Arme. Schieb dich weiter zurück auf deine Füße und roll dich auf. Das war's. Kurz und knackig. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es echt Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und das Wichtigste ist, dass wir alle am Ball bleiben. Dann kann ja nichts schief gehen. Bis dann. Tschüss.